Bei gegenhegemoniale Vorschläge hat Esperanza Martinez gesagt, das so ein bisschen im Hinterkopf, was könnte das sein, jetzt auf jeweils der Ebene, über die die einzelnen Referenten gesprochen haben. Und zweitens auch nochmal natürlich auch das vom Süden lernen, vom Norden lernen, von der einen Ebene lernen, von der anderen, also dieses gemeinsame Lernen in Bezug auf, was haben wir für Beiträge für eine Strategie, wie gehen wir mit dieser Diskussion um. Das möchte ich aber bitten, ganz, ganz kurz zu machen, dass wir wirklich auch noch dann leider wahrscheinlich nur 20 Minuten nochmal Zeit für eine Diskussion nochmal haben. Babette. Ja, ich bin jetzt sehr dankbar für die zweite Runde, weil mir im Verlauf des Sprechens klar geworden ist, was mich eigentlich so gehemmt hat, substanziell etwas zu sagen. Ihr habt alle ganz viel gemacht zur Analyse der Krise und ihrer Ursachen. Und ich behaupte, es gibt und gab immer auch eine andere Logik. Und mir ist es so wichtig, diese Analyse der anderen Logik zu machen, also der natürlichen Reproduktivität, der Reproduktivität weiblicher Arbeit. Mir ist es so wichtig, zu suchen, wo es längst Ansätze anderen Lebens gibt. Und das ist immer ganz schwer in solchen kurzen Statement-Geschichten darauf zu verweisen, dass eben eine andere Produktions- und Lebensweise parallel zu dieser hegemonialen immer existiert hat. Donna Haraway sagt, das Privileg der partialen Perspektive, etwas aus einem anderen Gesichtswinkel betrachten zu können. Und ich glaube, bei dieser Suche ist eben der Alltag, ist die weibliche Arbeit, ist der Familienzusammenhang, ist die Gemeinwesensarbeit so eine wichtige Quelle zu gucken, wie man die ausdehnen kann, wie man wirksamer wird in gesamtgesellschaftlichen Prozessen, wie man die Verbindung global herstellt zwischen dieser anderen Lebensart in den verschiedenen Ländern, auf den verschiedenen Kontinenten. Und das ist der Blickwinkel, den ich gerne verfolge, weil mich sonst der Katastrophismus handlungsunfähig macht. Und ich glaube, das wäre mein Veto. Ja, ich kann da anschließen. Ich finde das eine wichtige Analyse, aber ich frage mich, ist das die gesamte Wirtschaft bei uns oder gibt es eben nicht ganz viele andere Formen des Wirtschaftens, sozusagen der Reproduktion des Lebens, ja, sozusagen, die eben nicht nur unter diesen Eigentumslogiken ist, obwohl sie eine starke Dynamik haben. Und meine Frage, ich weiß nicht, ob es zu analytisch ist, aber ich glaube, es ist auch politisch wichtig. Es ist nicht nur die Frage von Eigentum und Zins, sondern es ist die Frage, wie wird gesellschaftliche Arbeit organisiert, wie wird gesellschaftliche Arbeitsteilung organisiert. Sie wird sehr stark kapitalistisch und für viele Menschen auch zunehmend sozusagen prekär organisiert, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen, was Babette unterstreicht. Ich möchte nur einen Punkt stark machen mit dem Alltag, das ist eine Perspektive, die mir sehr nahe ist. Ich interpretiere es mal frech, ich würde sagen, das ist die wichtige Ebene der alltäglichen Interaktion von Menschen, die Lernprozesse ermöglichen. Ich würde aber sagen, ein Problem von uns heute ist, dass auch der Weltmarkt Alltag ist und dass er ziemlich attraktiv ist, dass das, was der Weltmarkt sozusagen in die Supermärkte schaufelt, an unseren alltäglichen Elektronikgeräten, an Lebensmitteln, das ist ja Alltag und das stabilisiert Alltag. Und wenn Stefan Timmel nach gegenhegemonialen Perspektiven fragt, würde ich schon sagen, es geht um alltägliche Interaktion, um Überzeugungsarbeit, um das gute Beispiel und um das, was wir in den Institutionen machen, an den Hochschulen, wie auch immer. Es geht aber auch schon darum, sich klarzumachen, wo spielt denn die Musik auf einer anderen Ebene, nämlich was sind die Zwänge des Weltmarkts und was ist in diesen Gesellschaften, das ist ja Esperanzas Punkt, was ist in unseren Gesellschaften die Attraktivität des Weltmarkts, weil die Ressourcen hierher geschaufelt werden. Und wie gehen wir damit um? Und dann würde ich schon neben dem Alltag, neben der alltäglichen Interaktion eine Perspektive stark machen gegen hegemonial von, ich sag mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen orthodox, von organisiertem Widerstand. Ich meine, in Ecuador würde sich nichts ändern, wenn die Leute sich nicht organisieren. Wenn sie nur sagen, wir bleiben in der Interaktion, sie würden platt gemacht werden. Und wenn sie laut werden, dann kommt das Militär. Ja. Genau. Also mein Plädoyer wäre sozusagen beides in den Blick zu nehmen.
Es ist immer schwierig, wenn man eine Perspektive wählt, muss man notwendigerweise andere auslassen. Ich habe selbst natürlich auch sehr viel gearbeitet in Bezug auf Alternativen. Meine Kenntnisse zum Beispiel sind aus den Gartenanalysen in Ländern des Südens. Ich habe Studien gemacht in Bali über die traditionelle Landwirtschaft. Ich habe in Kerala gearbeitet über die Gärten von Kerala. Es ist eine hochinteressante Sache, dort genau die Gegenlogik zu finden. Wir sind dort meines Erachtens auf einer Besitzebene, auf einer Logik, der davon ausgeht, wie lokal die Gesamtheit der komplementären Ressourcen so genutzt werden, dass die Gesamtheit der kulturspezifischen Bedürfnisse befriedigt werden können. Es ist eine ganz andere Logik und ich könnte über diese Logik sehr viel sagen. Wir haben nur wenig Zeit, aber es ist im Grund, glaube ich, diese Ansatzpunkte, die sehr mit dem Symbol des Gartens für mich sehr viel zu tun haben. Wir reden von Feldern der Forschung. Ich sage immer, wir sollten von Gärten der Forschung reden. Wenn Sie das mal überlegen, was ein Garten ist, vor allem ein tropischer Garten, dann sehen Sie, was diese alternative Logik eigentlich ist. Einfach nur so viel halt praktisch als ein Symbol zu diesem Thema, ja. Bueno, yo creo que uno de los temas que más se ha discutido en la última época en el Ecuador es encontrar las maneras como nos liberamos del concepto de propiedad. Justamente cuando hablamos de la naturaleza. Realmente en el Ecuador, en la última constitución, nosotros reconocimos los derechos de la naturaleza, partiendo de la premisa de que la naturaleza no podía ser considerado un objeto de propiedad. Y la manera de superar la visión de propiedad, digamos, y la visión de objeto, fue proponerla como sujeto. En Ecuador la naturaleza es sujeto de derechos. Esto es una cosa muy complicada para quienes han estudiado derecho, porque se entiende que el derecho es una construcción de humanos para humanos, pero creo que la invitación es a que repensemos muchos de los conceptos. Yo, por ejemplo, soy bióloga y me ha tomado el doble de años que estudié olvidarme muchas de las cosas que aprendí, bastante, digamos, las fundamentales. Y creo que hace falta olvidarse que la fuerza motora de la vida no es la selección natural, la competencia, el crecimiento del más fuerte, que hay otros elementos que son los que realmente mantienen la vida, como la cooperación, la solidaridad, la capacidad de adaptarse. Es decir, creo que vivimos momentos en donde es necesario repensar, repensar las distintas corrientes, desde distintas corrientes, las distintas facetas del conocimiento humano. Cuando en el Ecuador se asumió el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, se optó por definir la naturaleza acogiendo, digamos, el pensamiento indígena de qué es la naturaleza. La naturaleza para los indígenas es la Pachamama. No es una cosa que está compuesta de seres bióticos y abióticos que tienen unas relaciones en unos ecosistemas. La naturaleza para los pueblos indígenas, primero, los seres humanos somos parte de la naturaleza. Ellos dicen, las personas somos tierra que camina. Es decir, no somos una cosa distinta. Seres humanos y naturaleza es una misma cosa. Pero la naturaleza es también las relaciones que hay entre la comunidad, la persona y la espiritualidad. Y la naturaleza está compuesta también de los seres espirituales. Vamos a tener que, digamos, empezar a pensar que la naturaleza no son solamente estas relaciones mecanicistas que se explican con una clasificación filogenética, que nos explican relaciones un poco automáticas, sino que hay otras maneras de pensar tal vez más cercanas al pensamiento cuántico, en donde las cosas son materiales e inmateriales al mismo tiempo y en donde hay una serie de relaciones de interdependencias que son distintas, que son nuevas. Entonces, creo que para poder enfrentar, digamos, un cambio, una transformación, tenemos que repensar muchos de los conceptos que heredamos y que son resultado de un modelo de pensamiento liberal, de un modelo que responde económicamente a las sociedades industriales, a un pensamiento racionalista y que ahora tiene la oportunidad de construir puentes con otras formas de pensamiento. Entonces, creo que alrededor de este concepto de una naturaleza con derechos,
de una naturaleza que no puede ser apropiada, porque las, porque los, la gente, los sujetos de derecho, una de las reflexiones más importantes eran eso. Los sujetos de derecho no pueden ser propiedad de nadie, porque la propiedad, además del derecho de uso y el derecho de garantía, tienen desgraciadamente el derecho de abuso. Y entonces es indispensable romper el hecho de que nadie tiene derecho a destruir la naturaleza, a destruir esa naturaleza, ¿no? La otra cosa que quería comentar sobre el tema del capitalismo en sí mismo es que yo estoy convencida que vivimos en el capitalismo, no sé por cuánto tiempo más, vivimos en el capitalismo, vivimos con el capitalismo, pero eso no significa que todo lo que hacemos es por el capitalismo o que tiene que ser para sostener el capitalismo. Hay muchas prácticas desde lo cotidiano, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, que se salen de ese esquema. De hecho, en el sur, la comunidad existe. La comunidad no es una cosa que se estudia, digamos. Las relaciones no todas son individuales. Desde el sur hay unas relaciones que se salen de los esquemas propios y tradicionales del capitalismo. Y hay una serie de prácticas, digamos, que permiten mantener vigentes esos modelos, esas prácticas distintas en donde están, por ejemplo, las relaciones comunitarias, las relaciones del cuidado, las relaciones, digamos, otras nociones que no son parte del mercado, no son parte del capitalismo y que existen, porque además el capitalismo mismo no podría resolver todos los problemas que se resuelven a esos niveles. La solución no es meterlas al capitalismo, la solución no es establecer ahora el salario para la mujer que está cuidando, no necesariamente. La relación es repensar las formas por fuera del capitalismo que permiten el bienestar y que permiten la comunidad. En el Ecuador y en Bolivia ahora se habla como modelo de desarrollo, aquí se ha hablado también del suma causai. Y es curioso cuando los indígenas proponen el modelo de suma causai, que se traduce como buen vivir. Eso no se entiende ni siquiera en español, porque las palabras no son buen vivir. Hay otra palabra en el quichua para hablar de buen vivir. Las palabras son vivir en plenitud, sumac es lo máximo. Y la definición de la plenitud es en comunidad y con la naturaleza. Entonces, claro, creo que el modelo ahí es una búsqueda a pesar de vivir en un modelo que no está hecho para el bienestar, que está hecho para la acumulación, de todas maneras hay gran parte de la humanidad vive, mantiene relaciones por fuera de ese modelo, y esas relaciones no son solamente relaciones sociales, son relaciones políticas, son relaciones económicas, son relaciones, son construcciones tecnológicas, son saberes distintos. Y concluyo diciendo lo que en México se dice como concepto, ¿no? Que creo que llegó el momento en donde realmente afirmemos que solamente entre todos sabemos todo. Ya no es posible pensar solamente con fracciones del conocimiento, ¿no?